Hallo Leute, mein Name ist Micha Smolik, willkommen auf dem offiziellen Kanal von Kwon. Heute zeige ich euch, wie ein Tornado Kick funktioniert oder auch Spinning Round Kick oder 360, wie man auch ihn nennen mag. Es gibt so viele Begriffe für ihn. Ein sehr, sehr spektakulärer Kick, aber der ist nicht ganz einfach, deswegen kurz Schritt für Schritt, wie es funktioniert. Ich gehe mal davon aus, dass viele Rechtsfüßer sind, deswegen stehen wir links vorne. Wenn wir links vorne stehen, wollen wir ja trotzdem mit rechts kicken. Deswegen an dieser Stelle mein Tipp, versucht trotzdem am Anfang rechts vorne zu stehen, einfach aus diesem Grund, weil wir mit rechts kicken wollen. Ich erkläre euch gleich warum. Wenn wir mit rechts kicken wollen, haben wir hier einen kürzeren Weg. Wir drehen uns nämlich über die linke Schulter nach hinten. Ja? Wie beim Backkick, hier drehen wir uns auch genau hier über die linke Schulter nach hinten. Das ist ganz wichtig. Also wir stehen rechts vorne, über die linke Schulter nach hinten. Das ist der erste Schritt. Hier drehen wir uns. Das brauchen wir. Ja? Wenn wir jetzt links vorne stehen würden, müssten wir einen Schritt machen. Einen Schritt und drehen. Das verkompliziert es ein bisschen, deswegen ganz normal erstmal rechts vorne stehen. Also Schritt Nummer 1, wir drehen uns praktisch hier einmal komplett rum. Das müsst ihr drauf haben, das könnt ihr üben. Dran stehen, hinten rumdrehen, zack. Ganz, ganz wichtig. Dann, zweiter Schritt ist der Round Kick. Das heißt, wir drehen uns hier und kicken mit dem rechten hinten ganz normal. Voraussetzung ist natürlich, dass der Round Kick auch, dass ihr den auch könnt, dass der funktioniert. Also, wer den hier nicht kann, der sollte den unbedingt üben. Den brauchen wir nämlich für den Tornado Kick. Also, nochmal. Einmal hier der Schritt, drehen und hinten der Kick. Das ist praktisch der zweite Schritt. So, jetzt fehlt uns natürlich der Sprung. Wir können das jetzt wirklich öfter mal üben, drehen, hier, bis das sitzt und fließt. Jetzt fehlt uns natürlich der Sprung. Wir wollen ja springen. Der Tornado Kick sieht ja so aus. Wir wollen ja springen und das üben wir am besten so. Stellt euch am Anfang erstmal nur so hin. Linkes Bein ist oben, hier, und jetzt springt ihr mit dem rechten Bein ab und versucht zu treten. Erstmal nur das. Hier, mit dem rechten Bein abspringen, versuchen zu treten. Das ist die dritte Übung für euch. Nochmal hier oben treten. Und dann müssen wir einfach nur die ganze Sache verbinden. Wir stehen wieder rechts vorne. Wir drehen uns über die linke Schulter hinten rum. Jetzt aufpassen, jetzt wird das linke Bein nicht abgesetzt. Also nicht das hier, weil sonst sind wir ja nicht in der Luft. Jetzt ist das linke Bein in der Luft. Das heißt, wie so eine Ballerina könnte man sagen, hier oben. Ja? Nochmal, hier oben. Das Bein bleibt oben. Zack. Und jetzt verbinden wir einfach diesen Schritt mit dem dritten Schritt. Das Bein ist hier oben, abspringen. Ja, nochmal. Wir lassen das Bein hier oben und springen dann ab. Das müsst ihr Schritt für Schritt üben. Also nochmal erster Schritt, drehen. Zweiter Schritt, kicken. Wenn ihr das könnt, linkes Bein oben lassen, zack, abspringen. Dann kombinieren, drehen, abspringen. Wenn ihr Linksfüßer seid, das Ganze natürlich spiegelverkehrt, ganz klar. Jetzt noch eine Sache, die viele falsch machen am Anfang. Nicht zu früh öffnen, sage ich immer. Das heißt, nicht hier schon versuchen zu kicken, also von hier komplett rum, dann müsst ihr extrem flexibel in der Hüfte sein. Wenn ihr den hier schon öffnet, müsst ihr komplett rum. Deswegen später öffnen. Also hier und erst wenn ihr hier seid, ja ungefähr fast in Gegnersicht, von hier, dann kommt erst der Kick. Das ist ganz, ganz wichtig. Okay? Also nochmal einmal schnell rumdrehen. Den kann man natürlich unten kicken, oben kicken. Ja? Nochmal, letztes Mal. Stehen dran, drehen, pap. Okay? Müsste ziemlich easy sein. Versucht einfach mal in den Schritten aus. Ganz wichtig, die Hände erstmal. Ihr werdet merken, die Hände sind erstmal überall. Müsst ihr dann versuchen zu kontrollieren. Ich benutze sie mal als Rotation. Hier, hier. Die eine Hand bleibt trotzdem immer oben. Aber bei einem Tornado-Kick ist sehr, sehr unwahrscheinlich, dass ihr während dem Kick gekontert werdet. Wenn, dann wird der Gegner eher ausweichen oder reingehen. Aber während dem Kick schwer zu kontern, weil ihr rotiert ja. Das war's eigentlich schon mit dem Kick. Also wie gesagt, versucht zu üben. Langsam, man sagt 100.000 Wiederholungen, dann ist es im Blut. Also versucht wirklich aus, üben, üben, üben. Am Boxsack mit einem Partner, mit einem erfahrenen Trainer, der guckt euch immer an. Nehmt euch vielleicht auch selber mal auf, dann könnt ihr eure Fehler sehen, eure Verbesserungen. Und das war's zu diesem Thema. Das war euer Michael Smolik. Haut rein.